Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten immer mal Videos zum Thema Bücher aus meinem Geburtsjahr gesehen. Und jetzt habe ich nicht direkt Geburtstag, ich glaube, das hat mancher zum Anlass genommen. Ich habe im Januar Geburtstag, aber nichtsdestotrotz dachte ich, Mensch, mich interessiert doch mal, welche Bücher aus dem Jahr 1983 ja, kenne ich denn? Was finde ich spannend? Was habe ich schon gelesen? Was ist da überhaupt erschienen? Was ist da passiert? Es gibt auf Wikipedia eine ganz coole Seite, wo man auch das Literaturjahr eingeben kann und da auch verschiedenste Preise rund um Bücher und so weiter ja, sich anschauen kann, welche Bücher sind erschienen. Und ich war doch recht überrascht, dass drei der genannten Bücher mir bekannt sind, ich die gelesen habe. Und dann bin ich über zwei Bücher gestolpert. Bei einem kannte ich nur den Film. Und das andere fand ich so spannend, dass es mal auf der Wunschliste gelandet ist. Ja, die Bücher sind also somit fast 40 Jahre alt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr die Auswahl jetzt so findet von den fünf Büchern. Ob ihr da immer mal nachschaut, was so aus eurem Jahrgang irgendwie veröffentlicht wurde, ob ihr das auf dem Schirm habt, ob ihr das spannend findet. Ich fand es tatsächlich ganz interessant, einfach mal zu sehen, ja, was waren denn das für Bücher? Und ich fand es dann eben auch spannend zu sehen, oh, drei Bücher kenne ich. Und umso neugieriger war ich dann, das zu wissen, die kenne ich, ohne bewusst darauf geachtet zu haben, dass sie eben aus meinem Jahr sozusagen sind. Der Literaturnobelpreis ging in diesem Jahr an William Golding, den man zum Beispiel vom Buch Herr der Fliegen kennt. Ich weiß gar nicht, wie viele weitere Bücher er noch geschrieben hat, aber da war mir tatsächlich auch der Autor ein Begriff und auch das Hauptwerk. Und das fand ich auch ganz spannend, mal zu sehen, ja, wer da irgendwann dann auch einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Vielleicht wisst ihr das ja aus eurem Jahrgang auch, dann lasst uns gerne ein bisschen in den Kommentaren drüber plauschen. Ihr findet die fünf Bücher unten in der Infobox. Wenn die euch irgendwie interessieren, könnt ihr euch das auch ein bisschen näher anschauen. Aber lange genug vorgeplänkelt. Das erste Buch, und ich fand es richtig toll, dass ein Stephen King in meinem Erscheinungsjahr sozusagen erschienen ist, nämlich Christine. Ich glaube, im Amerikanischen schon 82 erschienen, im Deutschen dann 1983. Ja, Christine handelt ja von dem 17-jährigen Arnie, der ist so ein bisschen ein Außenseiter und entdeckt dann einen 58er Plymouth Fury, das muss ich tatsächlich mir mal rausschreiben, und in den ist er recht schnell sehr vernarrt. Er nennt den Oldtimer Christine, so hat ihn sein Vorgänger auch schon genannt, und er fängt eben jetzt an, das Auto zu restaurieren. Doch, das Auto ist nicht einfach nur ein Auto und verhält sich nicht immer nur normal. Und man merkt auch recht schnell, dass das Auto, das Christine Arnie verändert. Und ja, das nimmt dann so ein bisschen einen sehr interessanten und spannenden Lauf. Ein Buch, das wohl so, ja, eins der ersten 10 Bücher war, die ich von Stephen King damals gelesen habe, als ich auch noch so in meinen 10er-Jahren sozusagen war. Also alles irgendwie zwischen 15 und 20. Und ich damals dachte, das ist ja ganz schön strange, was er sich da ausdenkt. Und es gibt auch eine Verfilmung, die ich in okayer Erinnerung habe. Ist, glaube ich, auch Ende der 80er, Anfang der 90er ja, veröffentlicht worden. Es gibt sehr viele Anspielungen auf andere Werke. Das heißt, wenn man zum Beispiel durch S blättert oder auch Der Anschlag, dann entdeckt man immer mal wieder auch Verweise zum Beispiel auf Christine. Und ja, das war schon eine sehr coole Geschichte von ihm. Gehört nicht zu meinem Highlight, ist bestimmt auch nicht die beste Geschichte. Man muss natürlich der Geschichte dann immer zugutehalten, dass sie eben einfach schon fast 40 Jahre alt ist und dass mancher Horrorgrusel eben heute anders funktioniert als vielleicht noch damals. Dementsprechend finde ich, dass man bei älteren Werken eben durchaus beachten muss, wann sie erschienen sind. Aber cool, dass 1983 Christine ja im Grunde erschienen ist, ein Stephen King. Und ich hätte das Buch natürlich auch unten eigentlich aus der Sammlung holen können. Aber ja, jetzt blende ich euch das Cover einfach ein. Das nächste Buch ist von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Und ich bin damals über das Buch gestolpert, als ich von Dan Simmons Terror gelesen hatte, denn es geht in Die Entdeckung der Langsamkeit auch um John Franklin, der ja bei der Franklin-Expedition im Grunde verschwunden ist, und um diese Expedition rund um die Terror und die Erebus geht es ja in Terror von Dan Simmons, und so bin ich irgendwie auf dieses Buch dann auch aufmerksam geworden. Ich habe es in nicht sehr guter Erinnerung, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es tatsächlich beendet habe oder abgebrochen habe. Ich hätte das vielleicht mal in der Bücherwoche oder so nachschauen müssen. Es wird eben ja die zum Teil wirklich biografische Geschichte von John Franklin erzählt, seine Kindheit, Jugend, was ihn so zur Langsamkeit getrieben hat.
schließt sich irgendwie aus, aber ja, das erklärt im Grunde so ein bisschen seine Art des Seins und warum dann eben die Entdeckung der Langsamkeit dahinter steht. Und 1845 bricht er dann die Terror mit der Erebus eben in dieser Franklin-Expedition auf, um eine Nordroute, glaube ich, war es zu entdecken, wenn es nicht die Südroute war. Ich kriege das immer durcheinander, aber ich glaube, sie waren oben herum unterwegs. Und dann sind sie ja verschollen gegangen und erst viele, viele Jahre später hat man ja die Schiffe dann überhaupt entdeckt, denn wenn eben da was verschollen gegangen ist, wo keiner hingekommen ist am Ende der Welt. Ja, und in der Terror von Dan Simmons beschreibt ja Dan Simmons so, was könnte denn passiert sein? Also wirklich ein großartiges Buch, also da hat mich Dan Simmons wirklich begeistert. Und mich hat da natürlich einfach so ein bisschen John Franklin interessiert, aber irgendwie habe ich das Buch nur vage in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es beendet habe, denn irgendwie habe ich da irgendwie gar kein so rechtes Gefühl mehr dazu. Aber so stößt man manchmal von einem Buch auf das nächste Buch und umso cooler, dass dieses Buch dann auch 1983 erschienen ist. Und das letzte Buch, was ich auch gelesen habe, ist von Roald Dahl, Hexen, Hexen. Hier kennen wohl auch einige die Verfilmung. Auch mir ging es so, dass ich als Kind diese Verfilmung gesehen habe. Ich glaube sogar im Kino unterwegs war mit Angelica Houston unter anderem und dann eben irgendwann mal das Buch gelesen habe. Und darin geht es ja um Hexen, die eben Kinder hassen und die sehen auch noch anders aus, als sie oft in Märchen beschrieben sind. Und wir haben einen jungen Bruno, der mit seiner Großmutter in einem Hotel wohnt und dort eben Urlaub macht und dann eben seinen weißen Mäusen Kunststücke beibringen möchte und er versteckt sich dann irgendwie in der Nähe des Besprechungssaals und belauscht dort eben dann die Hexen, die als Plan haben, alle Kinder in weiße Mäuse zu verwandeln und eben dadurch eben diese Kinder auch loswerden möchte, damit dann irgendwann die Lehrer sozusagen die weißen Mäuse erschlagen und im Grunde das Problem irgendwie Kinder gelöst ist. Und jetzt ist dann Bruno mit seiner Großmutter natürlich auch an einer Lösung dran. Der Film ist mir wahrscheinlich präsenter, als es das Buch ist. Ich habe das Buch eben auch irgendwann mal nach der Verfilmung, wahrscheinlich auch irgendwie in meiner Kindheit, gelesen. Ich weiß, dass ich es damals ganz schön brutal fand und dass ich mich durchaus auch vor diesen Hexen in der Verfilmung gefürchtet habe und mir das dann auch in den Büchern noch so ging. Also ich kann mich nur vage erinnern, aber das war auch irgendwie so spannend zu sehen, wie es bei manchen eben funktioniert. Also, dass man nicht immer erst das Buch kennt, sondern eben auch von einem Film zu einem Buch kommt, dass man manchmal auch ein Buch liest, wie bei Hexen, Hexen und gar nicht erstmal so dran denkt, oh, das ist ja die gleiche Geschichte. Da hat man, denke ich, wenn man ja Kind, Jugendlicher ist, vielleicht noch gar nicht so ein Auge drauf. Heute kommt einem ja oft ein Klappentext einfach bekannt, wo man denkt, ah, da war doch irgendwie ein Film. Vielleicht oder ne, irgendwie umgedreht, aber das, aber spannend. Drei Bücher der Liste, ich glaube, es waren ein bisschen was über 20 Bücher draufgestanden, sind gelesen. Fand ich irgendwie gar nicht so schlecht. Dann spannende Bücher, die noch ungelesen sind, beziehungsweise auch gar nicht versteht, ob ich sie lese, zumindest beim ersten Buch, nämlich Auf den Schwingen des Adlers von Ken Follett. Das ist ein Thriller, bei dem ich mich an den Film erinnere, denn der ist mit Burt Lancaster, den man unter anderem ja auch aus dem Roten Korsaren kennt, und auch Richard Grenner, den man zum Beispiel aus Rambo kennt. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal abends mit meinen Eltern diesen Thriller angeguckt habe, ich den auch nur so ganz vage in Erinnerung habe. Ich weiß, dass ich Burt Lancaster immer irgendwie ganz cool fand, als ich jung war. Heute denke ich mir, oh, was hast du dir dabei nur gedacht? Also nicht, dass ich den attraktiv oder so gefunden hätte, aber ich habe dem irgendwie gerne zugeguckt und ich fand es immer faszinierend und ich habe auch sehr früh zum Beispiel die Rambo-Filme mit Sylvester Stallone gesehen. Ich fand es immer super spannend und habe das so als Kind nicht verstanden, wieso denn auf einmal Rocky durch den Dschungel läuft und sich ein rotes Tuch umbindet. Also ich war da, glaube ich, noch sehr jung und deswegen fand ich dann auch spannend zu sehen, Richard Grenner im Grunde in der Rolle wieder zu entdecken. Und ich kriege das aber nur ganz vage zusammen. Also ich war da vielleicht, keine Ahnung, 10, 12. Von daher, aber mir sagte der Titel was und mir war auch gar nicht bewusst, dass das tatsächlich eine Buchverfilmung ist. Es geht um die Befreiungsaktion 1978-79 während der Islamischen Revolution im Iran. Da wird der Schah gestürzt und zwei US-Amerikaner, die für eine amerikanisch-iranische Firma gearbeitet haben oder arbeiteten oder sogar die Gründer davon waren, werden eben
ja, gefangen genommen und sollen dann eben freikommen. Und hier haben wir im Grunde auch einen Tatsachen-Thriller, eben tatsächlich, dass diese geschichtlich passiert ist, was im Iran vorgefallen ist, dass es auch diese beiden, soweit ich das mitbekommen habe, wirklich gefangen genommen wurde und dass es dann eben einen Plan gab, diese zu befreien. Und ich glaube, habe nicht zusammengebracht, dass das damals Ken Follett irgendwie war. Wäre jetzt auch kein Thema, was mich irgendwie interessiert, aber ich glaube, so in den 80er, Anfang der 90er, als es dann irgendwann meine Eltern wahrscheinlich mal im Fernsehen gesehen haben, war das, glaube ich, schon nochmal ein etwas spannenderes Thema. Ob das heute noch so funktioniert, da kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber interessant, dass es einfach auch schon zu dieser frühen Zeit Bücher von Ken Follett gab, die dann eben auch verfilmt wurden. Also das ja, fand ich tatsächlich einfach interessant und dachte, ich packe das Buch hier mal mit rein. Und das letzte Buch ist dann tatsächlich ein Buch, was ich so beim Durchklicken entdeckt habe, und zwar Der verbotene Kontinent von Georg Zauner. Ich vermute mal, man spricht ihn aus, ich bin mir jetzt aber gerade tatsächlich gar nicht sicher. Ich habe das eben bei der Recherche irgendwie entdeckt. Das ist der zweite Roman des Autors und es gehört so ein bisschen in diese dystopische Science-Fiction-Literatur. Und es hatte für mich, wie ich das so ein bisschen reingelesen habe, nichts von der Brisanz von damals im heutigen Jetzt sozusagen irgendwie verloren. Es geht nämlich um eine postapokalyptische Zukunft, in der die westliche Zivilisation durch eine Katastrophe untergegangen ist. Und Europa gilt nun eben als unbewohnbar und man nimmt eben an, dass das Gebiet hier radioaktiv verseucht sei. Und die Meeresspiegel sind enorm gestiegen und ein Großteil der ehemaligen Küstengebiete liegt eben jetzt unter dem Meer, also unter Wasser. Doch in Afrika und Amerika, das wird Black America genannt, sind neue, von Schwarzen geschaffene Zivilisationen entstanden. Und die Weisen sind eben ja, zu legendären Dämonen geworden und verschwunden. Aber es gibt noch abergläubische Furcht davor, was eben einst Europa bewohnt hat. Und ich fand das so beim Lesen super interessant und dachte mir, was für eine spannende Vorstellung das irgendwie vor fast 40 Jahren war, dass eben die weißen Menschen dahin geseucht werden und eben ja, gewisse ja, Menschengruppen dann nur übrig bleiben. Also das fand ich super interessant und glaube, dass das tatsächlich auch heute noch ganz gut von der Spannung funktionieren könnte. Es wirkt natürlich schon extremst in irgendeine rassistische Richtung gehend. Ich glaube auch, dass die Ausdrucksweise dem von heute nicht mehr entspricht. Aber auch da würde ich bei dem Buch wohl ein Auge zudrücken, im Sinne von, es ist eben 40 Jahre alt. Man kann nicht alles, finde ich, der Zeit anpassen. Manche Werke müssen so stehen bleiben, wie sie eben sind, weil sie eben auch einen gewissen Zeitgeist anfangen. Sonst sind wir nämlich ganz schnell in Orwells 1984, wo die Geschichte eben immer wieder neu geschrieben wird. Und das will man ja nicht. Man will ja, also eine Geschichte, die zwar meistens wahrscheinlich schon von den Siegern geschrieben wird, aber die standhaft ist und auf die man sich dann auch irgendwie berufen kann. Und ja, das fand ich auf jeden Fall spannend. Ja, das waren jetzt 5 ganz unterschiedliche Bücher. Ich fand die Mischung tatsächlich ganz spannend und interessant. Ich glaube durchaus, dass in der heutigen Zeit mehr Bücher in einem Jahr erscheinen, als es jetzt eben auf dieser Literatur-Jahresseite irgendwie zu finden war. Vielleicht hätte ich auch mal durchs Bücherregal gehen können, müssen, sollen, ob ich da irgendwie noch so alte Bücher entdecke. Aber ich fand jetzt so 5 auch so als Video ganz cool. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, aus welchem Jahr ihr seid, ob ihr da explizit vielleicht mal geguckt habt, welche Bücher da erschienen sind. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Und ich packe 1, 2 der Videos, ja, wo ich das Thema im Grunde entdeckt habe, auch mal unten in die Infobox. Wenn euch da weitere Jahrgänge interessieren, wie zum Beispiel von Beate vom Kanal Nerd Lounge, dann schaut gerne mal vorbei, was in ihrem Jahr so ein bisschen an Büchern erschienen ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal ein Buch, ein Video der etwas anderen Art. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.